zum Baron. Ich war ein bisschen abgelenkt, ist euch wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen aufgefallen, würde ich mal sagen. Aber wir haben auch irgendwie Stiefel dazwischen bekommen. Ich wollte mir die mal kurz anschauen, wenn ich wüsste, wo sie sind. Auch schlechter. Es ist alles schlechter, was ich bekomme. Das ist zum Kotzen. Ja, hier war doch auch ein Schnellreisepunkt. Dann können wir das ja so ein bisschen abkürzen, das Ganze. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wo war denn der? Ah, da ist er. Buckelsumpf. Ja, ob ich da jetzt mit den Hexen das alles gut gelöst habe, weiß ich nicht. Aber ich handle halt, wie gesagt, so wie ich das für richtig halte. Ich finde, die sind einfach falsch, diese Hexen. Und Hexen sind nie was Gutes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das da, dass ich da so schlecht reagiert habe. Okay, anscheinend legen sie mir jetzt ein paar Steine in den Weg, aber ich sag mal so, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Also sollte eigentlich keine Probleme Womit da. habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Ach, immer die schönen Sprüche dazwischen, was die abgeben zueinander. Aber ist eh gut, dass wir eh hierher gehen, weil dann kann ich auch nochmal kurz zum Schmied gehen. Kann da wieder ein bisschen was auffüllen. Und Proviant habe ich eigentlich kaum was verbraucht. Ist eigentlich gut gelaufen. Aber ich möchte mal schauen, ich habe neue Schemas bekommen. Vielleicht ist ja wirklich ein gutes Mal dabei, dass wir uns ein bisschen besser ausstatten können. Ja, das Wetter passt auch Wir müssen die gerade, Pferde tränken. so wie es auch draußen das echte Wetter ist. Und so dunkel ist es auch. Wie kann ich helfen? Ich mache mir heute mal ein bisschen spätere Aufnahme. Normalerweise nehme ich euch immer früher auf. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ja, zeig mal, was du hast. Hast du irgendwas Neues, Cooles für mich? Auch nicht. Ich glaube, hier geht mal nichts Besseres, ne? Naja, dann lassen wir das mal. Verkaufen wir mal die Sachen. Alles schlechter, auch schlechter, 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 schlechter. Armbrust hat uns auch nicht wirklich Geld gebracht. Hat uns auch gar nicht so richtig Geld gebracht, glaube ich, ne? So, Gegenstände schnell sortieren. Das hat gut geklappt. So, Handwerk. Ein paar Sachen habe ich ja bekommen. Ja, das ist ja für Level 30. Level 11. Was ist das denn? Greifenhandschuhe. Achso, die habe ich ja schon. Was? Level 2. Oh, Level 12. Plus 1 Rüstung nur. Na, ist jetzt auch nicht so der Knaller, sage ich jetzt einmal. Haben wir hier irgendwas Cooles Neues? Level 9, Level 11. Auch Level 30. Haben wir auch nichts gefunden. Level 16. Oh, Level 14. Das könnte schon interessanter werden, ja. Level 11, Schema Greifenrüstung. Ja, die haben wir ja auch schon. Level 3, Level 8, Level 24, Level 2, Level 30. Ja, haben wir wieder nichts Besseres gefunden. Oh, Level 12. Oh ja, das wird ein geiles Schwert. Plus 79, 49 Schaden. Oh, plus 59. Aber ist bei allen schlechter. Oh, das ist doch die Steine, die was ich drin habe. Das kann auch sein. 37, ja, das wäre natürlich nur ein Plus Ultra. Weniger Schaden. Hey, das könnte ich sogar führen. Und herstellen könnte ich es auch. Das ist um einiges besser. 23 Schaden. Ja, okay, das wird natürlich ein extremes Schwert hier. Level 1. Hey, wow, das eine Schwert ist auf jeden Fall besser. Und ich kann es tragen. Anheften, ich habe ja alles, ne? Falscher Handwerker. Stimmt ja, da war ja noch was. Und dann schauen wir noch mal schnell die Stiefel durch. Da haben wir aber auch nichts gefunden. Na gut. Ja, dann ist das so. Leb wohl, mein Freund. Leb wohl. Und wir sehen uns. Dann gehen wir gleich schnurgerade weiter zum Baron. Und erzählen ihm mal, was wir jetzt herausgefunden haben. Dass seine Frau bei den Hexen ist. Hier wird mir jetzt so eine Truhe Ich angezeigt. könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka Wo ist denn dabei? das? Ah, hier mein Zimmer.
cool. Lager, tatsächlich. Ist das nicht cool? Bonus rein, Chance auf Verstümmelung, Chance auf Verstümmelung. Ich könnte diese ganzen Sachen hier auch reinlegen. Die brauche ich im Moment eigentlich auch nicht. Ne? Ja. Passt. Na dann, wie gesagt, Schnur gerade ab zum Baron. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Weißer, hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Ich habe endlich Neuigkeiten für dich, mein Freund. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Meine Meinung ist egal. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Deine Familiengeschichten schert mich nicht. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl.
Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Ja, offenbar verdient sie sich beide. Obwohl... Ich weiß nicht, warum du mir das alles erzählst. Deine Ehe ist dein Problem, nicht meins. Ach, ein Hexer. Das war zu erwarten. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Ja, machen wir es lieber so. Deine Frau ist als Dienerin bei den Mumen. Was zum Henker meinst du? Was für Mumen? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie da nur gelandet? Was? Ein Bies? Ja, sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sich rausrücken.